Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce. Ja, wir haben beim letzten Mal die Stadt verteidigt und ja, haben mit diesem wunderbaren Sartarius geredet. Und habe ich hier eigentlich überhaupt eine größere Karte? Also wir müssen auf jeden Fall jetzt nach hier oben. Und ich denke auch einfach, wir machen das jetzt einfach mal. Wenn wir noch vorher mit anderen Typen vielleicht hier mal reden. So. Was? Oh, seid gegrüßt. Entschuldigt, ich bin sehr beschäftigt. Ihr seht mir eher verängstigt aus. Was? Nein. Ja, vielleicht. Kann ich euch helfen? Was? Ja, nun... Seht, mein Meister, der Magier Tarnard, ist unzufrieden mit mir. Ständig schikaniert er mich mit unmöglichen Aufgaben und jetzt... Und jetzt hat man mir auch noch des Meisters Augengläser gestohlen. Ich wollte sie zum Richten bringen, da wurden sie mir aus der Hand gerissen. Ich verfolgte den Dieb, doch er lief in die Berge. Dorthin, wo all die schrecklichen Kreaturen hausen. Was soll ich jetzt nur tun? Meister Tarnard bringt mich um. Bitte, haltet Ausschau. Vielleicht findet ihr den Dieb. Bringt die Augengläser zu mir, bevor der Meister etwas merkt. Bitte. Okay. Ja, wir werden einfach mal gucken. Ja, schauen wir uns einfach erstmal in der Stadt ein bisschen um. Von hier hinten kamen wir ja. Gehen wir mal in diese Richtung. Da hinten ist eine Händlerin. Wie mir scheint. Ja. Ah, ich drücke immer falsch. Magie kann sie mich lehren. Okay. Ja, habe ich alles nicht. Also von daher bringt uns das nicht weiter. Wir sind ja hier nicht die großartige Zauberin. Beeren. Könnte man hier schön sammeln. Noch eine Händlerin. Bei der kann man diese Runen kaufen. Okay. Gut. Alles sehr merkwürdig. Wie viele Leute hier da rumlaufen, die gleich aussehen. Ja, in die Richtung werde ich wahrscheinlich müssen. Das merken wir uns einfach mal. Da hinten ist doch einer, wo ist überhaupt die Musik abgeblieben? Ein Kunde, willkommen. Sperrt euren Mund auf und zeigt mir euer Gebiss. Da liegt doch sicher einiges im Magen. Spürt ihr nicht dieses Zehen? Bei mir gibt es nichts zu holen. Meine Zähne sind in Ordnung. Danke. Oh mein Gott. Ich steche auch den Stahl. Euer Blick sieht mir ein wenig trüber aus. Mein Blick Nein. geht's gut. Nochmals danke. Nun ja, früher oder später werdet ihr schon noch angekrochen kommen. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Sonst ist es am Ende euer Tod. Ich bin schon so oft gestorben. Wie meint ihr? Ah, wartet. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Ihr könntet mir vielleicht einen Gefallen tun. Als ich das letzte Mal in Lianon war, stahl mir eine Bande Goblins einen Satz meiner teuersten Zangen und Pinzetten, falls ihr sie finden solltet. Ich finde die Vorstellung von Goblins, die sich gegenseitig ihre Zähne ausreißen, durchaus interessant. Aber ich werde meine Augen offen halten. Okay. Also,
Irgendwie erinnert mich die Stadt Lianon, oder zumindest der Name, an das oder an die erste, ja, an den ersten Teil von Two Worlds. Ich meine, da gab es auch eine Stadt, die Lianon hieß. Bin mir jetzt aber natürlich so unsicher, also hab da nicht alles noch im Gedächtnis. Allein schon, weil das Spiel momentan bei mir nicht läuft. Und ja. Alles ein bisschen komisch ist mit dem Spiel. Aber irgendwie kommt mir Lianon doch echt bekannt vor. Dabei sind diese Spiele gar nicht verwandt, glaube ich. Und Zwerg! Auf, ihr Krieger! Nie verzeiht! Oh, wen haben wir denn hier? Verzeiht ihr, habt nicht zufällig etwas guten Schnaps aus meiner Heimat? Das Gesöff hier taugt nichts. Gesoffen bist du trotzdem. Denkt ihr nicht, dass ihr genug habt? Mehr Schnaps aus meiner Heimat. Oh mein Gott. Okay. Ja, seltsame Leute hier. Wulfgar-Streife. Alles so Wulfgars. Na, jetzt müssten wir ja gleich wieder am Tor sein. Oben sind auch noch Händler. Und hier auch noch. Ah, endlich mal jemand, der Rüstung und alles verkauft. Was Rotes kann man ja eh nicht mehr. Oder können wir ja eh nicht benutzen. Das verkaufen. Für sowas habe ich eh nichts übrig. Na gut, den lassen wir noch mal kurz. Verkaufen. So. Das hier behalte ich trotz allem. Und dann gucken wir einfach mal. Ich würde ja gerne mal gucken, was ich ausgerüstet habe. Wenn mir jetzt die Tasten wieder einfallen. Da. Okay. Rüstungsklasse 16. Rüstungsklasse 6. Okay. So, leichter. Nee. Das ist alles nichts, was... Na gut, den Ring kaufe ich jetzt einfach mal. Ja. Damit kann ich ja, denke ich mal, nichts falsch machen. Waffen würden mich jetzt eigentlich mehr interessieren. Es ist schon wieder morgen. Die Sonne geht hier wunderbar auf. So. Das hier scheint mir der Marktplatz zu sein. Und Waffen. Und Waffen kann ich keine neuen kaufen, weil ich nichts davon tragen kann. Auch in Ordnung. Ja. Liegt das daran, dass ich so eine scheiß Klasse habe, oder? Okay.
War mir irgendwie klar, dass das ja alles Magier sind. Ah, Tatsache. Okay, ich kann sogar Schwerter tragen. Sowas gibt es. Übungsreichsschwert. 2 bis 4. Mache ich einfach mal, damit ich noch was anstatt des Bogens habe. Man kann ja nicht angehen, dass ich hier irgendwie, also, so dass wir beides haben. Ah, da ist der Bogen. Ich dachte schon, hä, wo ist der Bogen jetzt hin? Gott, oh Gott, oh Gott, gut. So. Wenigstens ein Schwert. Und bei Magie weiß ich gar nicht, was kann ich denn eigentlich benutzen? Ja, was sind das hier für Zauber? Also ich komme hier noch nicht ganz mit klar. Wie man merkt. Aber ich hoffe, das ändert sich. Bald. Ich werde das einfach mal kurz mitnehmen. Damit ich vielleicht irgendwann mal testen kann. Ob ich das benutzen kann oder nicht. Das ist auf jeden Fall Weißmagie. Das ist Schwarzmagie, das ist Elementarmagie. Dann müsste ich eigentlich die Elementarmagie haben, oder? Kann ich das irgendwo nachgucken? Hier? Wenn ich irgendwo vielleicht das Bild erkenne oder so. Man weiß ja nie. Erdpanzer. Okay. Nee. Dann ist das für nichts davon. Aber wir haben wenigstens jetzt ein Schwert und können uns wenigstens auch andersweitig verteidigen. Und dann verlassen wir einfach mal diese wunderbare Stadt. Und machen uns auf den Weg nach Lianon. Denke mir jetzt einfach mal so nebenbei. Lianon ist Kriegsgebiet. Kein Durchgang ohne Passierschein. Ich habe ein Schreiben des Ordens. Zeigt her. In Ordnung. Der Orden ist im Land der Leonida immer gern gesehen. Öffne das Tor! Ah, und die Tore öffnen sich. Und da ist ein Portal. Dann reisen wir doch einfach mal durch. Portal nach Lianon. Okay. Ja, möchte ich. Und ein wunderschöner Ladebildschirm. Ich weiß gar nicht, warum ich den als Kind so toll fand. Okay. So. Plötzlich wird die Musik so laut. Oh, weit übers Meer gucken und übers Land.
Also diese Map kenne ich vom freien Spiel her. Vorsicht, Gegner! Also so klappt das Kämpfen schon deutlich besser als mit Bogen. Ich werde auch versuchen, ob ich irgendwie aufs Schwert umsteigen kann. Wir werden angegriffen! Weil das so irgendwie nicht weitergeht. Also das war echt eine blöde Entscheidung, aber ich habe vorher ja auch noch nie mit dem Bogen sozusagen gespielt. Also weiß ich das alles hier nicht. Runenkrieger, zu mir! Aber fürs nächste Mal warte ich auf jeden Fall. Okay, Schwert ist besser. Hi! Ich weiß, dass ihr böse seid. Ups! Und hier ist auch noch einer im Gebüsch. So, muss nebenbei noch ein bisschen auf meinen Nacken aufpassen. Er tut wieder leicht weh. So, zwei von diesen ekelhaften Goblins. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Hinter dir! Genau. Oh, die kleinen Fischis! Schön. Hier ist wieder eine Truhe. War da irgendwas für mich drin? Birkenstab. Ja, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, ein Hirsch. Da hinten auf der anderen Seite. Und ich komme sogar rüber. Das ist gut. Die Linien müssen halten. Ja, die Linien werden halten. Und da ist der Gegner. Vorsicht, Gegner! Ist sogar etwas stärker. Standhalten, Männer! Etwas sehr viel stärker. Ja, komm, mach ihn platt. Ein Platz. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Die Linien müssen halten. Ui. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schwierig sein wird. Ja, den Zauber haben wir gerade gekauft. Leben 1, Leben 3, okay. Weißmagie, was haben wir denn eigentlich? Ah gut, Magie haben wir noch gar nicht drin. Also ich hoffe, dass wir bald mal wieder aufsteigen. Aber anscheinend regeneriere ich mich auch selber. Weil ich meine, wir hätten eben weniger, oder? Ja, wir regenerieren uns selbst. Das ist schon mal gut. Und ab in die City, sozusagen. Und hier... Was führt euch zu mir, Runenknecht? Der Orden des Erwachens schickt mich. Seid ihr der, den man Darius nennt? Der bin ich. Doch ihr vergeudet eure Zeit. Ich bin an den Ränkespielen von euch und euresgleichen nicht interessiert. Ich bin auf der Suche nach Ron. Er befindet sich in großer Gefahr. Gefahr? Welche Gefahr sollte einem Magier des Zirkels wohl drohen? Nun... Es scheint leider so, als wäre er nicht der einzige Zirkelmagier, der den Konvokationskrieg überlebt hat. Ron läuft geradewegs in eine Falle. Sprecht ihr die Wahrheit, Runenknecht? Ein zweiter Magier?
Wenn dem so ist, dürft ihr keine Zeit verlieren. Rowan ist schon lange weitergereist, zum Wildlandpass. Sprecht mit Selin Fell, Kommandantin der Wachen. Ihr werdet ihre Erlaubnis brauchen, wenn ihr die Torfeste nach Eloni durchqueren wollt. Das ist momentan der einzige Weg, der zum Pass führt. Was ist in Lianon geschehen? Brannigans Handlanger schleichen schon geraume Zeit hier herum. Doch seit dem letzten Mond rücken sie uns plötzlich offen zu Leibe. Den Westen unseres Landes halten sie bereits fest in ihrem Griff. Nie konnten sie so weit vordringen wie jetzt, aber sie waren auch noch nie so gut organisiert und gerüstet wie heute. Man muss kein Gelehrter sein, um zu sehen, dass sich hier irgendein finsterer Plan entfaltet. Aber noch weiß keiner, worauf dieser Plan abzielt. Und wer außer Brannigan noch dahinter steckt. Ihr kennt Rowan wohl recht gut. Nun, ich kenne ihn sicherlich besser als die meisten dieser nichtsnutzigen Ordensleute, für die ihr euch verdingt. Er hat mich oft auf seinen Reisen besucht und mir über ferne Länder berichtet. Und doch blieb er allzeit rätselhaft für mich. Die Schuld der Konvokation lastet immer noch schwer auf ihm. So viel kann ich sagen. Doch wer wollte über ihn richten? Ohne ihn wären wir längst verloren in dieser geborstenen Welt. Okay. Also müssen wir wohl doch noch weitersuchen. Nach diesem Rowan. Hier ist ja das Questbuch. Dem Quest. Sorgt uns Zwergschnaps. Ja. Weg nach Eloni. Gut. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, hier reden wir auch wieder mit den Leuten. Ein neues Gesicht. Willkommen in Lianon. Decke! Besten Flecken nördlich der Windwallberge, wenn ihr mich fragt. Ihr seid hier der Stadtvorsteher? Was, ich? Oh nein, behüte, ich bin nur der Schankwirt hier. Bart Boggelsen mein Name. Ich biete übrigens hin und wieder auch ein...